Hallo. Herzlich willkommen, sagt das Safran-Ensemble. Heute hier beim 4. Konzert zur Musikgeschichte Berlins der 20er Jahre. Nachdem wir im Radialsystem waren und im Meistersaal, zwei Orten der Hochkultur, und für die 30er Jahre in den Jazzkeller B-Flat hinabgestiegen sind, sagen wir heute für die 40er Jahre herzlich willkommen im Club der polnischen Versager in der Ackerstraße in Berlin-Mitte. Mein Name ist Marc Scheibe und ich freue mich auf einen musikalischen Tieftauchgang mit Ihnen. Und bevor wir in Kürze die wahrscheinlich bekannteste Melodie Hans Eislers hören, sind wir jetzt schon mittendrin im Ozean mit dem Stück Singbarer Rest von Paul-Heinz Dittrich, und es spielt für Sie an der Klarinette Miguel Perez Iniesta. Thank you.
Als Hans Eisler wegen unamerikanischer Umtriebe der Vereinigten Staaten verwiesen wurde, konnte er sich über einen historischen Auftrag freuen. Die Komposition der Nationalhymne der DDR. Einem anderen Komponisten muss zu dieser Zeit, zur Uraufführung 1949, beinahe das Herz stehen geblieben sein. Denn der hatte 10 Jahre zuvor für einen Abenteuerfilm die Musik geschrieben und mit dieser Musik einen Song für den Sänger Hans Albers. Der Song hieß Goodbye Johnny. Und wer Goodbye Johnny kennt, der kennt auch zumindest einen Teil der Nationalhymne der DDR. Ob Hans Eisler sich allerdings wie ein Dieb vorkam, dazu hat er sich nie geäußert. Die ganze Sache relativiert sich allerdings auch, wenn wir in der Zeit noch etwas weiter zurückgehen. Es gibt nämlich ein Streichquintett von Mozart. Das hat das Köchelverzeichnis 516. Und der dritte Satz von diesem Stück fängt eigentlich genauso an wie Auferstanden aus Ruinen. Deswegen wollen wir also niemandem böse Absicht unterstellen. Und wahrscheinlich handelt es sich sowohl bei Peter Kreuder als auch bei Hans Eisler einfach um zwei besonders gelungene Fälle von Kleptokreativität. Ein Meisterschüler Hans Eislers, das war der Luckauer Komponist Günter Kochan. Und der hatte eine geradezu lustvolle Affinität zu Melodien, die es schon gab, nämlich zum Volkslied. Diese Veranlagung machte es ihm leicht, sich mit dem von der DDR geforderten sozialistischen Realismus zu arrangieren, ganz anders als seinem Kollegen Paul-Heinz Dittrich, dessen singender Rest wir im ersten Satz gerade eben schon vorhin so schön gehört haben. Da versucht er nämlich etwas zu machen mit der Klarinette, dass er eigentlich verschiedene Stimmen in verschiedenen Tonlagen in einer instrumentalen Komposition vereint. Und wir hören gleich auch noch den zweiten Satz aus diesem Stück. Das ist ein ganz, ganz leises, schönes, intimes innerer Dialog. Und wenn Sie mal darauf achten, dann können Sie diese verschiedenen Stimmen in einem Instrument hören. Das gelang allerdings Paul-Heinz Dittrich nicht so gut, sich in der DDR durchzusetzen, weil sein Kompositionsstil als westlich dekadent galt und deswegen ist folgerichtigerweise singender Rest auch erst nach der Wende im Westen uraufgeführt worden. Wir hören jetzt allerdings, wie es klingt, wie Günter Kochan seinen Platz zwischen Tradition und Moderne gesucht hat in seinen 5 Sätzen für Streichquartett von 1961. Freuen Sie sich auf das Streichquartett Safran Ensemble am Cello Martin Smith, an der Bratsche Joscha Gerhardt, an den Violinen spielen Yumi Onda und Emmanuel Bernard. Thank you.
Das Schöne an dieser Konzertreihe ist neben der musikalischen Exzellenz doch die Möglichkeit, Traditionslinien nachvollziehen zu können und hörend Lehrer-Schüler-Beziehungen zu erfahren. So haben wir ja schon irgendwie mitbekommen, vielleicht lässt sich das auch ein bisschen hörend feststellen, dass Kochan ein Schüler Eislers war und Paul-Heinz Dittrich ein Schüler von Wagner Regini. Wagner Regini haben wir in dem letzten Konzertfilm über die 1930er Jahre schon kennengelernt. Wir sind ihm begegnet. Und auch Paul Dessau. Und von Paul Dessau hat die 1926 geborene Komponistin Ruth Zechlin all die Kompositionstechniken wieder neu gelernt, die während ihrer Jugend in der Nazizeit einfach nicht zu studieren waren, denn die Musik von Mahler, Schönberg, Webernberg galt als entartet und war sogar verboten. Von Paul Dessau und anderen Kollegen hat sie das dann so ein bisschen, ja, also schnell aufsaugen können, und sie schreibt darüber sehr elektrisierend. Es war allerdings dann auch schnell wieder in der DDR als spätbürgerlich dekadent verpönt. Und wer mehr über Ruth Zechlin erfahren will, dem empfehle ich sehr, ein Taz-Interview aus dem Jahr 1990 zu googeln, das unter der Überschrift "Manche Dinge waren einfach verboten" einen großen Aufschluss bringt und uns der Persönlichkeit Ruth Zechlin näher bringt. Da erzählt sie von geschmuggelten Noten und von der Not, jeden Ton vor stalinistischen Komitees zu rechtfertigen, und aber auch von der Überlegenheit der Poesie. Hören wir das 6. Streichquartett von Ruth Zechlin von 1978 und die andere deutsche Hymne von Joseph Haydn und anschließend den dritten und letzten tänzerend groovenden Satz aus Singender Rest von Paul-Heinz Dittrich. Bis gleich. Thank you.
Das ist ja auch total. Ich finde das so. Man hört das wirklich. Das ist halt so das Groove, ne? Das ist. Und jetzt nach dem singbaren Rest, den Miguel Inés Pérez da uns so schön dreistimmig formuliert hat, werden wir ganz klassisch und gehen in den Dialog. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dem Komponisten unserer heutigen Uraufführung, mit dem 1986 in Paris geborenen Wahlberliner Grégoire Simon. Grégoire, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Club der polnischen Versager. Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auf dein Stück, es heißt Yogi Joggi und spiele für das Safran-Ensemble. Und jetzt haben wir ja im Verlauf dieses Stücks schon sehr viel Traditionslinien so gesehen und wir haben über Lehrer-Schüler-Beziehungen gesprochen und der eine kommt vom anderen und so. Und mich interessiert, wie das bei dir ist. Ich weiß, dass du als Bratscher und Geiger sehr viel unterwegs bist und dass Pierre Boulez dich vor knapp 10 Jahren in sein berühmtes zeitgenössisches Musikensemble als Solist geholt hat. Das ist ja eine immense Brillanz und Exposure. Wie ist das? Ist Pierre Boulez zum Beispiel oder jemand anders als Mentorin, Vorbild oder Lehrer für dich jemand, der dein kompositorisches Schaffen unterfragt? Pierre Boulez wäre eher indirekt. Also ich habe ihn beim Ensemble Contemporain ein paar Jahren gespielt. Also das hat mich schon geprägt und die neue Musik wäre die französische Tradition. Aber nicht unbedingt die Musik von Pierre Boulez wäre nicht mehr als anderen. Aber die französische Tradition würde ich schon sagen, von Debussy, Ravel, Bormesson, Varese, hat auf jeden Fall mich geprägt. Und gibt es da jemanden, eine ganz besondere Figur, wo du sagst, oh, da fühle ich mich zu Hause oder so? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, was mich interessiert oder warum ich komponiere, ist eben, weil es noch gerade niemanden gibt, wo ich denke, okay, das möchte ich machen. Ja. Das ist vielleicht, dass ich eben diese klassische Musik Einfluss hatte, aber auch, ich habe auch viel elektronische Musik gemacht und viel Popmusik und Rock gehört als Teenager und immer noch. Und das, was mich interessiert, ist eher diese verschiedenen Einflüsse zu mischen und gucken, wie sie zusammen leben können. Das ist total interessant. Ich finde, ich habe den Eindruck, dass es irgendwie eine neue Generation gibt, zu der du gehörst, die dieses Lager von strenger Trennung, Unterhaltung, Musik und trivialen Sachen auf der einen Seite und irgendwie hehre Kunstmusik auf der anderen gar nicht so, diese Lager gar nicht bildet, sondern eigentlich alles macht. Du machst elektronische Musik, sagst du. Du spielst auch im Andromeda Mega Express Orchester, hast fürs Tanztheater gearbeitet und machst eben auch Kunstmusik, die rein zum Hören ist. Wie ist dein Gefühl zu einer Musik wie dieser, die wir gleich hören werden, die ja für den Konzertsaal gemacht ist? Wie, und wenn man jetzt mal so in die Zukunft denkt, und vielleicht so 10, 20 Jahre oder auch jetzt, wie soll diese Musik, wie soll sie gehört werden? Kannst du das sagen? Du meinst neue Kompositionen? Ja, also deine Art, also die Musik, die du für den Konzertsaal schreibst, ist die, wo soll die ihren Platz finden in der Welt? Oh, ich hoffe, die hat auch einen Platz im Konzertsaal. Ja. Ich finde, Konzertsaal trotzdem was Spannendes, weil man spricht zurzeit viel über so immersive Werke. Habe ich auch gemacht viel mit Bühne und gern mit Film und so. Aber ich finde trotzdem, wenn man in traditionell Konzert geht, kann man auch ein immersive Erlebnis haben, weil man einfach vergisst. Oder auch wenn man so ein Buch liest, ist man manchmal total drin, auch wenn es so als Objekt nicht so spannend ist. Also ich hoffe ja, dass die Musik, wenn die genug Inhalt hat, trotzdem auch in klassischer Rahmen einen Sinn hat. Und trotzdem für mich ist, ich habe immer eine Vision, wenn ich was schreibe, dass ich habe trotzdem Vision damit, wie es sein könnte mit Elektronik oder mit Visuals in anderer Ort als nur so eine leere Bühne, als Inspiration. Das heißt jetzt bei dem Stück, was wir gleich hören, Yogi Joggi, was ist das für ein Titel eigentlich? Yogi Joggi, das heißt hier und da auf Koreanisch. Und ich wollte einen Titel, der erstmal in sich auch einen Rhythmus hat, klanglich, und auch so eine Bewegung hat. Und Yogi Joggi hier und da, das weiß man nicht, wo man ist, das ist ein bisschen inzwischen, und in dem Stück gibt es ganz viel so Mikrovariationen, rhythmische kleine Verschiebungen, die nie so auf derselben Stelle bleiben. Und sag mir noch eins, Gregor, wenn du so für den Club komponierst oder fürs Theater, gibt es da, ist das für dich ein anderer Modus? Wenn denkst du an die Leute, visualisierst du das Publikum? Ja, schon. Wenn man für einen anderen Kontext Musik macht, dann denkt man auch für einen Club. Man weiß, wenn die Leute tanzen, dann hört man nicht, hat man eine andere Art, Musik zu hören. Ist man da am Trinken oder ein Gespräch zu führen. Und das ist klar, da gibt es so größere Bögen, es geht um Energie. Ja. Ja, natürlich. Ja. Kann man zu Yogi Joggi tanzen und trinken? Ja, man kann versuchen. Hoffentlich, ja. Das wär schön, ja. Trinken auf jeden Fall. Ich werde es versuchen, heimlich, hinter der Kamera. Und dann freuen wir uns jetzt auf deine Uraufführung. Ich freue mich sehr. Danke, dass du da bist, Gregor. Und ich verabschiede mich schon mal von diesem vierten Konzert
dieser tollen Reihe mit dem Safran-Ensemble. Sage bis zum nächsten Mal, wenn wir in die 50er Jahre eintauchen und auch den Wahlaußerirdischen Karl-Heinz Stockhausen etwas näher beleuchten werden. Und danke für diesen tollen gemeinsamen Tag im Club der polnischen Versager in Berlin-Mitte mit Grégoire Simon. Jetzt kommt Joggi Joggi.